Ladies and Gentlemen, willkommen zum. Hallo. Willkommen in Portugal. Zum dritten Lauf. Qualifying. In unserem etwas abgedunkelten Error Sonder, wie auch immer der heißt. Die Strecke ist schwierig. Die ist verdammt, 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 verdammt schwierig. Es gibt also zwei Stellen, da werde ich mich wahrscheinlich rausdrehen. Also ich habe mir nichts kaputt gefahren im Training, ja, und es lief eigentlich auch ganz gut, wenn ich mal eine Runde erwischt habe, wo ich mich nicht weggedreht habe. Also zwei Kurven, ich glaube, ihr kennt sie. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube sowieso nicht, dass wir in die Top 16 kommen. Das ist eine Kurve, die ist extrem schwer, finde ich. Ich bin im freien Training mit Ideallinie gefahren, habe die dann irgendwann ausgeschaltet und da ging nichts mehr. Sehr gut. Wow, wow. Ui, Auto. Da kam das Heck doch. Ha, Latifi, schnellste Runde. Das ist realistisch. Diese Kurve ist auch nicht von schlechten Eltern. Da rutscht man auch gerne mal weg. Das war viel zu spät. So, jetzt kommt die erste Kurve, die ekelhaft ist. Jetzt ging sie. So, und hier weiß ich nicht, wann ich bremsen soll. Oh Gott, das war gar nichts. Das war gar nichts. Weil da siehst du nichts. Nee. There's only one lap of fuel remaining. Jetzt schon 2/10 Rückstand, sehr gut. Der Wagen ist nur am Rutschen. That was a heck of an impact. Let me know you're okay. Dein Ernst? Ja, das war das kürzeste Qualifying, glaube ich. Das lasse ich so durchgehen. Da hätte auch in echt keiner mehr was machen können, glaube ich. Ich habe aber eine Runde. Achso, da. Okay, selbst wenn ich jetzt mit dieser Runde eine Runde weiterkommen würde, selbst dann wäre eh Schluss. Also mehr als 16 ist nicht drin. Ich finde die Strecke einfach zu schwierig für das Auto. Das passt gar nicht zusammen. Wir beenden, klar. Ich habe gesagt, ich spule nichts zurück, wenn es nicht irgendwie total bescheuert ist. Und das war jetzt nicht total bescheuert. Das kann durchaus so in der Realität passieren. Ich habe den Wagen weggeschmissen, mir ist einer reingefahren. Das war's. Qualifying ist beendet. Ja.
kann passieren, ne? Bin ich aber mal gespannt, was die Zeit denn wert wäre oder war oder wie auch immer. Eine halbe Sekunde hinterm Teamkollegen, ne? Naja. Was soll ich machen? Ich kann die Strecke nicht. Da kann ich sie wirklich nicht. Vielleicht kommt das irgendwann, dass ich die auch mal raffe, aber aktuell raffe ich sie überhaupt nicht. Von vorne bis hinten nicht. Ich hab Durst. Ich mochte die auch, ich glaube im Grid mochte ich die auch schon nicht. Das ist so, boah. Also irgendwie, die ist schnell und die macht irgendwo Spaß, aber ich kann sie nicht. Naja, ist ja auch egal. 21. Juhu! Ich weiß nicht, ob da noch mehr drin gewesen wäre, aber wenn ich sehe, 3/10 bis Mick, 4/10 bis Dingens und über eine Sekunde, 1,2 Sekunden, ich müsste rechnen lernen neu. Hä, was ist denn da kaputt? Moment mal. Ah, ich habe mich gerade hart am Wundern, weil Ocon wäre eigentlich schneller gewesen, aber der ist in mich reingefahren und dementsprechend raus. Ergo wäre der davor, das heißt, die 1,6 wäre auf 16, also Raikön. Stimmt das? Doch, Raikön wäre 16. Und 15. wäre dann Antonio. Antonio hat 1,4 Rückstand, also eine Sekunde. Jetzt haben wir es rausklamüsert. Eine Sekunde, wenn ich es richtig gerechnet habe, hätte ich besser fahren müssen, um in die nächste Runde zu kommen. Nicht mal im Ansatz. Also gehöre ich dahin, wo ich stehe. Heute. Das muss unglaublich enttäuschend sein. Oh, Claire, ich will die Interviews nicht mehr. Ja, ich klick da durch, komm. Ja, besser. Ja, keine Ahnung. Oh, hoppla. Ich kann es nicht mehr hören. Man muss ja ehrlich sein, man kann es irgendwann nicht mehr hören, wenn es immer dieselben dämlichen Fragen sind. Am Anfang habe ich gedacht, boah, geil, Interviews, richtig geiles Feature. Mittlerweile denke ich mir, boah, kann man die Scheiße nicht einfach abschalten? Das macht echt keinen Bock mehr. Aber weißt du, was Bock macht? Wir werden von ganz hinten starten. Wir werden alles austauschen. Tough luck there. It's not quite. Ja, Jeff, jetzt halt die Klappe. Du nicht auch noch. Ja, End of the World, Weltuntergang und so. Kennen wir doch alles. So, wir wollen dann mal ein bisschen hier. Ob jetzt 21 oder 22 ist völlig egal. So, super, dritte Rennen, schon alles neu erst reinläuft. Getriebe brauche ich nicht. Ja. Ach so. Wetter, da bin ich ja mal gespannt, wie das Wetter wird. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Carlos Sainz, and Leclerc, Norris, Ricciardo, Gasly, and Fernando Alonso, Vettel, Tsunoda, Lance Stroll, and Raikkonen, Ocon, Russell, and Guan Yu Zhou, and Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, Giovinazzi, and the owner driver. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Und es regnet. Jawohl. Das freut mich doch. So, jetzt muss ich immer wieder klarkommen. Gerade noch F1 22 gespielt, ja. Und also zwischen dem Qualifying gerade und dem Rennen jetzt habe ich 2 Rennwochenenden in 22 gezockt. Das Spiel macht Spaß. Aber egal. Nein, kein Aber. Es regnet eine ganze Weile, sehe ich gerade. Eieieiei. Am Ende wird es auch nochmal trocken. Das könnte sehr interessant werden. Na gut. Wollen wir mal.
Da flog was weg. Von 22 auf 7. Alter Vater. That move was illegal. Return the position. Turnwässe liegen. Du bist auch illegal, mein Freund. Okay, das geht nicht. Das war knapp. Okay, die Kurve kann man nicht Vollgas nehmen im Regen. Wusste ich nicht. Aber alles heile noch. Sehr gut. Also im Regen finde ich die Strecke noch schwieriger als im Trockenen. So, wir haben gelernt, das geht nicht hier. Schön vom Gas gehen und dann raus. Okay, auch nicht zu früh aufs Gas gehen. Boah, diese Kurve ist brutal. So geht's. In den achten hochschalten direkt und dann hat man auch keinen Wheelspinner am Ende. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Strategie der KI. Ob die einmal reinkommt für neue Inters oder nicht. Ich habe das nicht vor, eigentlich.
Also ich komme dran nun irgendwie nicht vorbei. Ist das da vorne? Joe? Das ist mein Teamkollege. Ey. Die Sau. Ah ne, guter Mann, guter Mann. Der ist ja auch vor mir gestartet. Weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt näher dranbleiben kann. Deutlich näher dran. Jetzt kommt natürlich alles auf die letzte Kurve drauf an. Nur noch mal rausbeschleunigen. Ja, ich bin 4/10. Aber das reicht nicht. Nur mit Harakiri jetzt. Das machen wir nicht. Das war... Ui. Das war ui. Oh Gott. Da habe ich meinen Frontflügel schon fliegen sehen. Fünfeinhalb Zehntel. Das wird nichts. Da kann ich mir eher erst auch sparen. Mein Problem ist, die Lücke vor Joe wird immer, immer größer. Hier, Zehntel. Vielleicht muss ich doch eine Harakiri-Dingens ausprobieren. 3/10, das reicht nicht. Ich komme da nicht ran. Ich bin viel zu weit weg. Machen wir es so.
So, endlich 6 Zehntel, 7 Zehntel schneller mal eben so. Ohne Verkehr. Fünfzehntel. Also an Joe kann ich nicht so gut dranbleiben. Und auch hier komme ich nicht nah genug ran am Ende der Geraden. Das wird auch nichts hier. Jetzt bin ich nah dran. 3 Zehntel waren es nur. Das könnte jetzt was werden. Hart. Knüppelhart. I think we're still on the right tires for the time being. Und schon über eine Sekunde weg. So gefällt mir das. Und da ist irgendwo gelb gewesen in Sektor 1.
Also wirklich weg komme ich nicht und so wirklich dran komme ich auch nicht. Naja, 4-2, 4-3, da war das vorhin auch schon. 1-6 auch schon. Da tut sich gerade nicht so viel. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt. Und wieder aufgeholt. Jetzt läuft's. Jetzt können wir Zeit gut machen. Die Runde war nicht so genial. Trotzdem Zeit gut gemacht.
10 minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Und dann wird eine neue persönliche Bestzeit. Und nur noch 2,7 zu Köni. Also zu Kimi meine ich natürlich. Und das war nix. Und die anderen fahren nicht in die Box, das heißt, sie werden auch mit einem Inters durchfahren. Also zumindest bis zur Trockenphase. Schade. Kein Boxenstopp-Vorteil für mich. Die Strecke wurde langsam trocken, habe ich das Gefühl. Den Körper jetzt mitgenommen habe, weiß ich auch nicht. Das hat richtig Zeit gekostet.
1,3 auf 1,8. Belastend. Acht, eins, drei. So, jetzt muss ich die nächste Runde auch noch so hinkriegen, dann bin ich dran. Das ist noch zu weit weg mit 16, das wird nix. Okay, the weather's certainly eased off for the time being, but we've still got a lot of standing water out there. We're happy for you to stay out on the inters for now. Okay, I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. Wieder 16, das wird nix. Und keiner in der Box? Wir haben nur noch 9 Runden. 10.
Ach, die, was sind das denn? Die Reifen haben ja überhaupt keine Abnutzung. Das ist ja krass. Wie unter 20%, was ist das denn? It's not a perfect situation, but I don't think we have cause to move on to a different tire yet. Ich komme da nicht dran. Vergiss es. Also dran schon, aber nicht so richtig halt. Okay, the stewards have now enabled DRS. Oh, DRS is now online. Das ist perfekt. Die Boxeneinfahrt, die nehme ich. Und ich krieg eine Strahl. Nein! Weil ich nicht wusste, wo dieses scheiß Pinöppelkiss ist. Ah! Ich wusste jetzt nicht, wo die Begrenzung ist und hab nochmal Gas gegeben. Nein! Er wollte mir nochmal Inters draufziehen. Ich hoffe, dass der. Oh Gott sei Dank. Complete, go now. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Mich wundert gerade, keiner kommt in die Box. Was ist das denn? Schnellste Rennrunde. Läuft. Das ist strange. Five laps of fuel remaining.
Oh, doch, einer ist auf Rot gegangen. Giovinazzi hinter mir. Aber der ist so weit weg. Ich weiß schon, warum die nicht reingekommen sind. Weil ich komme jetzt maximal noch an Greikön ran. Aber nicht mehr vorbei. Und das ist genau dieselbe Position wie vorher. Guan Yu is in the pits. Guan Yu in the pits. Jetzt ärgert die 5 Sekunden Strafe noch. Oh, nö. Okay, you need to give that position back. That was an illegal overtake. Okay, pick up Robert and bring it home. Okay. Ich wäre 5000stel vor Raikön gewesen. Wäre. Egal, war lustig. War sehr amüsant, vor allem die letzten Runden. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Ja, war easy. Easy! Easy! Wir hatten ja während des Rennens eine regelrechte Ja, hier, easy, so, alles gut. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Ich bin der beste und geilste Stecher. Das Wetter heute war grässlich, aber glauben Sie, dank dass... meines tollen Teams. Danke für den Kommentar. Ja, bitteschön. Jetzt tschüssen, ne? Ja, gegen Alonso werde ich keine Schnitte haben, merke ich gerade. Es gibt Geld. Viel Geld. Ganz viel Geld. Toll. Und wir können entwickeln wahrscheinlich. Jede Menge. Ach, guck mal. Da ist sogar was. Und Sponsor ist erneuern. Komm, läuft. So. Ah, F und E, genau, da wollte ich hin. Chassis. Unbekanntes Upgrade. Nötige Einrichtungsstufe 3. Ja, das ist belastend, das haben wir gerade nicht da. Wir können aber hier noch was machen. Müssen wir eigentlich... Können wir eigentlich... Ich will nochmal ein schnelles Upgrade machen. Abteilung ausgelastet. Mi. Okay, Antrieb. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, auch wir können ja jede Menge machen, sehe ich gerade. Dann machen wir das hier und dann machen wir das hier. Abteilung ausgelastet. Hier ist auch was fertig.
Maximale Spaltbreite. So, jetzt aber, da sehe ich mich. Das wird dann fertig vor Aserbaidschan. Das ist gut. So. Läuft. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, ja nichts mehr. Nicht. Aktivitäten können wir nur eine machen. Das ist belastend. Hier alles für den zweiten Fahrer. Komm, zack. Und dann weiter. Nein, ich habe was vergessen. Ah, ne, kann ich immer noch machen. Ne? Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ernsthaft? Die sind fertig geworden? Moment, wo hatte ich denn jetzt noch mal aktiv? Ach nee. Was hatte ich denn jetzt nochmal schnell gemacht? Ich glaube, ich hab's vergessen. Das ist fertig geworden, glaube ich. So, hier baue ich erstmal alles wieder zurück fürs Training auf die 1 und dann fürs Rennen wieder auf die 4 oder auf die 3 oder auf die 2. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber macht irgendwie Sinn. So. Spanien. Let's go. Und draußen glocken die Leuten. Läuten die Glocken. Um 6.06 Uhr? Das macht keinen Sinn. Juti. So, ist denn jetzt hier alles eingebaut? Ausstehen. Ich hoffe, dass er bis zum freien Training fertig ist. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder zum großen Preis von Spanien. War ein schönes Rennen. Sogar ohne Fehler, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ohne Fehler, oder? Fehlerfrei. Also es klappt. Das, was ich mir vorgenommen habe, klappt. Kein Zurückspul mehr, kein Neustart und zack, geht fehlerfrei. So mehr oder weniger. Aber keine gröberen Stützer. Ich bin zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.